Hallo Freunde und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge Infection Free Zone. Ja, beim letzten Mal wurde eine Horde angekündigt und ich bin mal gespannt, was da jetzt auf uns zukommt. Wir haben Stacheldraht vorbereitet, dazwischen wird in Zukunft dann eine der heftigsten Mauern gezogen, wenn wir das fertig erforscht haben. Aber wir schauen jetzt mal, was heute Nacht passiert. Wir haben zwei Einsatztruppen links, rechts stehen. Ready to... Hostiles inbound! They're breaking into our building. Our building is under attack. They're trying to get inside. The infected are pillaging our building. Our building is under attack. Das könnte ungut sein. Der Turm ist echt gefallen. Was ist mit den Waffen? Roger. Da sind sie durchgebrochen. Und eins unserer Teams hat es ganz schön erwischt. Ja, das tat jetzt weh. Man merkt aber selbst hier, die starken Mauern sind durchgebrochen. Wir haben ordentlich Damage genommen letzte Nacht. Fuck. Und bei denen scheinen alle Waffen kaputt zu sein, oder? Going there, Operator. Let's do it. Was ist damit? Warum ist die rot? Oder ist es, weil keine Munition mehr da ist? Doch, Munition haben wir auch. Weil die keine Munition im Inventar haben. Okay. Ich kann die händisch auffüllen, okay. Ready for action. Ready for action. So, wir müssen jetzt die Pläne umsetzen, die wir gesagt haben. Going there. Building work done. We're running out of resources. I know. Es ist grausam. Survivors. Building work done. This is an infection-free zone. Construction. We provide food and shelter, safety and security. Building complete. Join Research us. Complete. How many of you are there? Come to us, we'll take you in. Where are you?
We're going to have to go back in the old tank. You have to come on your own. And be careful. We're waiting for you. We're going to have to go back in the old tank. Ja, okay, die kommen aus einer guten Position, da machen wir jetzt weniger Sorgen. Building work done. Versteckte Mauern. Unser nächstes großes, schweres Projekt. Fuck. Schau mal, was für eine Geschwindigkeit die unterwegs sind, die Autos. Ready for action. Ready for action. Die sind gerade nur in Last. Wir brauchen viel Backstein vor allem. Stimmt, der Turm ist auch eingebrochen. Fuck. Ist dann wirklich ein Wehrturm. Building work done. Kann ich euch nicht Priorität geben oder sowas? Noch eine Truppe. Building clear. Das ging schnell. Reporting. Schau, dass du vielleicht zum Pickup kommst. Building complete. Sir, we've encountered a group of people willing to join us. Send them in. Okay, das ist die Truppe, super. Wir sollten jetzt dann ca. 20 Leute mehr haben. Das sollte uns nochmal ein bisschen mehr Möglichkeiten geben. Wir müssen halt auch mal wieder pillagen. Weil die Küche scheint nicht so effektiv zu sein, wie ich es mir gewünscht hätte. Dass die ist. Aber vielleicht sind wir auch so mal tief einfach gestiegen, dass wir das anders sehen. Erst wenn wir Roger. Da können 11 Leute drin arbeiten, da 7. Ah, warte mal, es ist. Receiving. Let's do it. On my way. Roger. On my way. Going there. Reporting. Treibstoff, jawohl. Roger. Hol das Auto wieder. Danach wirst du gleich die Nahrung mal plündern hier vorne. Dann gehen wir mal an die großen Anlagen Roger. Ran. Spannend, wenn die Mauer anfängt zu stehen.
Na, sie greifen immer von der Seite an. Das ist halt auch die Sache, ne? Reporting. Nichts gefunden, die Truppe, okay. On my way. Ready for action. We're on the move. Dicke da rein. Dann schnappt ihr die zwei. Ich glaube, ich stelle noch eine Truppe, noch ein Pickup sich besorgt. Und dann auch pillagen geht. Und die Squad. Eure erste Aufgabe, holt euch einen Pickup. Jetzt haben wir neue Mitglieder. Perfekt. Die neuen Mitglieder kriegen halt gleich echt einfach die Aufgabe, wir brauchen noch eine Küche. Was nehme ich als Küche? Ja, das wäre natürlich die Ulti-Küche, aber das ist ein bisschen übertrieben. Das ist ja so ein Wohnhaus. Wo haben wir die Wohnhäuser? 600 Leute können da drin wohnen. Vielleicht bauen wir dann einfach auch Außenposten von den verschiedenen Gebieten, dass wir sagen, wir machen hier hinten noch ein Gebiet für Forschung oder Lebensmittelproduktion und dann da wieder einen anderen Punkt. Ich weiß es auch nicht, ehrlich gesagt. Operator. Ja, da kommt bitte. Deutsche Nahrung, super. Ist halt wichtig, dass wir jetzt auch Nahrung, Treibstoff sammeln, weil wir haben sonst Probleme. Mal hier was ein bisschen untersuchen. Eine ganze Frauentruppe. Helena, Christina, Fernanda und Eva. Eine neue Arbeitertruppe. Roger. Building clear. Ich kann gleich da oben auch mithelfen. Clear. We finished construction. We finished construction. Building work done. Building work done. Das heißt schon sehr gut. Going there. Roger. We need more resources. Rein theoretisch müssten relativ viele mittlerweile ankommen. Auch metalltechnisch. We finished construction. Gut, ihr untersucht das, Alter. Roger. Building work done. Durchsucht die ganzen Gebäude nach. Somebody's just starved to death. What? Clear. Okay, die liefern nach Hause. Search done. Super. Building clear. Clear. Fuck. Das erste Mal, dass das passiert. On my way. We're on the move. Clear. Search done. Building complete. Das Auto ist auch schon relativ voll mit Nahrung und allem. Time to sleep, everyone. Tomorrow's another day. Waiting orders. My way. All squads, return to base. On my way. Going there. Building clear.
wird in der Küche keine Leute zugewiesen. Going there. We're on the move. Roger. Let's do it. Die haben beide Türme abgerissen? Receiving. Hallo. Roger. All squads, return to base. Die haben nicht so ganz verstanden, was ihre Aufgabe ist, oder? Reporting. On my way. Waiting orders. Going there. Was war das denn? Gut, aber wir haben jetzt wieder 50 Nahrung auf Lager, das ist super. Und die ersten massiven Mauerblöcke sind auch langsam im Ready werden. Ja, ich habe halt jetzt relativ viel hier in Auftrag gegeben, was gebaut werden soll, auch zauntechnisch. Also erhöht halt unsere Sicherheit einfach. Das muss man halt einfach auch so sagen, es ist sicherheitstechnisch für uns sehr, sehr praktisch. Vielleicht schaut ihr dieses Tor an. Vielleicht kann hier auch ein Tor reinziehen? What? Okay. Holy shit. Kann man sagen, ich will eine versteckte Mauer hier drüber ziehen? In die Richtung ging es gerade. Spannend. Ah, da hast du diese Doppel- und Dreifach-Dinger, oder? Am Ende. Wie viel braucht denn das eigentlich an Metall? 4. Waiting orders. Was? Let's do it. Ready for action. Receive it. Going there. Reporting. Ihr kriegt euren Auftrag, hier hinten weiterzumachen. Earn your living. Wir haben nicht mehr die Zeiten. Ready for action. There's no space to store. Waiting orders. Willst du mir sagen, das Lager ist schon wieder voll? Roger. Going there. Das kann doch gar nicht sein. On my way. Och, unser Lager ist schon wieder. Ahaha. Building complete. Drei Lagergebäude. Ziehen hier ein paar Leute ab. Die sich darum kümmern, dass die dann fertig gebaut werden. Going there. We're out of storage space. I know, ich arbeite dran. Den. Building clear. Ja, die haben auch schon viel geholt. Die machen sich nicht schlecht. Search done. Warum liegt da Metall rum? Search done. Building clear. No free space in warehouse. Ja, das ändern wir gerade, keine Sorge. Das wird schon sich wieder alles akklimatisieren. Schaut, dass wir effizient kochen. Beschleunigt die Zubereitung von Speisen in Küchen. Da will ich hin. Stück für Stück das Ganze erforschen. So viel gibt es eh zum Glück nicht zu erforschen unbedingt. Building clear. Building clear. Clear. Building repurposed. The place is adapted. The place is adapted. Super. There's nothing left. Search done. Ja, shit, das erste Mauerteil steht schon. Das zweite Mauerteil steht schon. Stück für Stück wird's ja schon. Work's done. Head back to your shelters.
Roger. All squads, return to base. We're on the move. All squads, return to base. Stopp, geht jetzt alle zu Fuß? Ready for action. We're on the move. Reporting. Waiting orders. Let's do it. All squads, return to base. Swarm is upon us. Take them down. God damn it. Waiting orders. On my way. Waiting orders. We're on the move. Reporting. Roger. Ready for action. Roger. Ich hätte einen befestigten Kern bauen sollen und dann da draus Ringe. Das wäre schlauer gewesen. Jetzt muss ich überall Truppen verteilen, die gucken, was passiert. Da waren Infected. Warte, jetzt haben wir hier die erste Barriere schon mal und hier bauen wir gerade an der zweiten. Und ich lasse das Innere ja trotzdem stehen, bedeutet, wir werden hier weiterhin dann so ein Ringsystem haben an Mauern. Und die brauchen länger, die Infected, bis sie durchkommen. Another one incoming. Let's do it. Waiting orders. Roger. Holy shit. We're on the move. Hostiles inbound. The Infected are pillaging a building. The door won't hold much longer. The door won't hold much longer. They're trying to get inside. Die sind schon drin. Holy shit, und ich habe wieder eine Truppe verloren. Gut, Leute, ich würde sagen, aber das war's für diese Folge. Es ist langsam hart und wir werden immer mehr überlaufen. Die zwei Truppen waren echt übel, die das letzte Mal, die letzten paar Mal aufgekommen sind. Aber ich hoffe, es hat gefallen. Wenn ja, lasst einen Daumen nach oben da, abonniert, wenn ihr noch nicht habt. Und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Also, bis dann. Ciao.